Morgen. Eigentlich haben wir keinen Morgen mehr. Wir haben 14.14 Uhr. Ich war ja auch bei meinem Freund gestern, bin jetzt heimgefahren. Und dann gab es zum Glück Essen. Gab es zum Glück jetzt Essen, weil ich schnell heim musste, weil sie das Auto brauchen, weil wir die Reifen wechseln mussten. Und ich würde sagen, ich esse jetzt erstmal und dann schalte ich noch mein neues Video frei. Und ja, guten Appetit, Leute. Hallo, meine Lieben. Und zwar, wir sind gerade bei den Stadtwerken. Ich muss mein Strom und Wasser anmelden oder besser gesagt ummelden. Und dann müssen wir kurz einkaufen gehen und dann wieder arbeiten. Ja, viel Stress, wenig Zeit. War gut schon. Ja, und das machen wir jetzt. Und dann melden wir uns nochmal, wenn wir zu Hause sind. Tschüss. Oder beim Einkaufen. Wir sind ja gerade bei der Stadtwerke, ne? Schaut mal, wie geil dieses Gerät ist, warte. Oh Mann, ich muss gleichzeitig drücken. Wartet mal, das geht nicht. So. Dann, ihr seht gar nichts, ne? Warte, man muss da drauf drücken. Da kommt Wasser raus. Oh, ich hab mich jetzt nass gemacht, glaube ich. Hä, voll das geile Gerät, ey. Wartet mal. Oh Mann, es ist ein bisschen kompliziert hier. Jetzt habe ich ein Glas Wasser. Voll lustig. Oh, kalt. Wir sind gerade im Kaufland und müssen einige Sachen kaufen. Wir haben schon wieder voll spät. Um 5 Uhr machen wir hier auf, glaube ich. Wir machen um 5 Uhr auf, ne? Haben noch eine halbe Stunde oder so. Zuckerschoten. Ja, Erbsen und Zuckerschoten. Aber Erbsen glaube ich nur in Bieren. Nee. Frische. Mama hat gesagt, jetzt beim, also gibt es ja auf jeden Fall, hat Mathieu gesagt, wir sollen aber nur 100 Gramm kaufen oder 200 Gramm. Aber mehr nicht, also kein halben Kilo oder so. Wie was ist das? Und meine Schwester und ich sind jetzt schon eine Weile daheim, haben alles vorbereitet, unseren ganzen Laden und so. Ich wollte dir das zeigen. Da ist ein Shampoo drin, wo willst du das rein? Was für Shampoo? Ich muss das irgendwo hin, dass man es nicht sieht. Ach so. Trinkst du in die Küche? Nee, das ist auch voll da, das kann Platz. Egal, wir sind jetzt daheim und haben auch schon ein paar Reservierungen. Um 6, glaube ich, kommen die ersten. Und ich wollte euch noch ein Paket zeigen, das ich bekommen habe. Ich war ja bei Red Can, das war diese hessische Filmverleihung. Jetzt haben sie mir Produkte zum Testen zugeschickt. Damals so die MHA-Serie. Diamond Oil, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin echt gespannt drauf, die sieht echt schön aus, die Verpackung. Schaut euch mal die Verpackung an. Ja. Könnt ja gespannt sein, wie ich das finde. Und ich muss das jetzt aufräumen. Und ja, schauen wir mal, was jetzt noch passiert. Oder was auch nicht passiert. Werden wir ja sehen. Wir haben jetzt 8 Uhr, haben wir ein bisschen gearbeitet. Mein Vater macht mir jetzt ein Dessert. Und was machst du schon wieder? Papa, na, mein Finger. Du musst mit Finger verwischen. Mich aufnehmen. Wir müssen ja nur noch. Ja, komm mal, Mama. Mal so. Dann noch ein Rezept für YouTube. Ja, für YouTube. Hôm qua ngâm xong em bỏ ra rồi. Hôm qua là không ngâm đúng không nhỉ? Mình ấp thau đấy. Mình ngâm xong rồi nó lát tạt mà. Ăn nó. Không ăn được nó cái consistency nó. Em cái consistency nó nói thế nào nhỉ? Nó kiểu như nó. Chắc không bán nữa. Ghê lắm. Dạ nhưng mà flash thì mình thử, mình bây giờ để một cái gì xong rồi mai mình thử thì mình bố mấy con mà chịu án so hôm nay nó ở thế hay là không. Thì bây giờ mình up ra nhá. Dạ chị mình up. Up hay là mai up? Dạ. À mai up đi, mai. Dạ. Cho con thử. À xui cho con. Thôi bố khát sân. Ja. Okay. Okay, sehr cool. Das esse ich jetzt. Da steht Yummy drauf. Meine Schwester und ich gönnen uns jetzt einfach mal eine Pause, auch wenn keine Pause existiert. Oh. Ich dachte, wir wären alleine. Auf jeden Fall essen wir jetzt. Wie bitte? Was? Also, auf jeden Fall essen wir jetzt eine Sushi-Platte. Du musst keine Follow machen, du musst es essen. Ja.
Und ja, guten Appetit. Wir haben jetzt fertig gegessen, haben inzwischen halb zehn. Aber die sehen dich nicht. Wir haben inzwischen halb zehn und jetzt müssen wir halt noch vorbereiten für morgen. Also morgen ist Mittagstisch. Können hier viele Leute sitzen? Ja, aber. Ja, natürlich. Nur Dinge, oder? Na klar. Oh, klar. Auf jeden Fall falte ich jetzt Servietten, decke dann die Tische ein, meine Schwester legt die Servietten auf die Tische. Also hier ist so Teamwork gefragt. Wahnsinn. Muss noch die Theke aufmachen. Wir kochen Bier mit denen, weil sie schon ja, wir können schon Bier zahlen. Wir wollen einfach alles vor so lang, oder was? Ja, was ist mir egal, sie haben ein Wi-Fi. Gar nicht, wir machen noch. Okay. Der konnte nicht mal alleine in seinem. Er hatte nur einen Platz und er konnte das nicht machen. Ich finde aber die Küche ja, generell auch, ist scheiße. Ja, aber wenn mir geht es ja um den Reis und die Sachen, die da sind. Zum Beispiel die Packungen zum Verpacken ist am Fenster, obwohl es nicht sein Platz ist. Der ist neben ihm, vor ihm, hinter ihm, egal. Aber das ist ja am Arsch der Welt. Und jedes Mal, das geht nicht. Chắc phải mang một cái bếp đóng gói lên nữa. Nếu hay là mua một cái xe đợi đấy, xong rồi nếu tối Ly Phan thì lấy cái xe thì ba ba không phải chạy bên kia một lần rồi. Thì ba ba cũng làm cơm dê vào được. Thì... Perfect, that's your bed. Yeah. Hey meine Lieben, ich bin jetzt bei meinem Freund und wir haben jetzt zum Glück die Steuererklärung zu Ende gemacht und oh, scheiße, ich habe keine Uhr dran. Ich hasse das, wenn ich keine Uhr dran habe. Wir haben jetzt schon halb drei und der Tag ist eigentlich schon so gut wie beendet. Deswegen beende ich auch meinen Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich glaube, ich mache mir jetzt noch Cornflakes und dann bearbeite ich vielleicht noch ein Video und das war's dann. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich habe euch lieb und bis übermorgen. Mua.